Leute, es gibt eine gute und eine traurige Nachricht. Und ich bin immer der Fan, dass wir zuerst mit der traurigen Nachricht beginnen. Mein Glue-Shop geht offline. Diesen gibt es ab 15.12. bis 15.01. noch online. Und dann wird es diesen erstmal nicht mehr geben. Alle Artikel werden weg sein. Also alles, was ihr jetzt findet, wird es so nicht mehr geben. Jetzt kommt aber die gute Nachricht. Auf ganz viele Artikel sind 50% drauf. Deswegen schlagt jetzt gerne noch zu. Danach ist der Shop weg. Dann gucken wir mal weiter, wie es weitergeht. Aber ganz viel Spaß und eine Beschreibung. Und sowas Süßes gibt es natürlich auch. Ja, es ist alles gut. Es wird schon noch eine Zukunft für uns geben. Falls ihr also auch Lust habt an so einem plüschigen, süßen Squishy-Gnu, gerne im Shop abchecken und viel Spaß. Willkommen zu SGH-Kan und da ich in... SGH-Kan minus Henno. Genau, und da ich in Anmods nicht so gut bin, gebe ich dann die anderen beiden ab. Los, jetzt macht mal Action. Ah! Mein Bein! Mein Bein! Oh Gott, der Knochen guckt raus! Kennt ihr die Funktion bei YouTube, wo man sieht, wo Leute wegspulen? Ja. Das wird jetzt definitiv der Fall sein. Ja, Leute, wir spielen heute West Hunt zusammen mit Stelsen und Kalle und Gnu. Minus Henno, der ist heute nicht dabei und wir haben bei den anderen schon epische, coole Folgen abgecheckt. Deswegen unten in der Beschreibung abchecken. Richtig witzig. Wer West Hunt nicht kennt, wir werden es euch gleich auch ein bisschen erklären. Ich spiele in diesem Fall den Bandit. Sterzig und Kalle müssen mich finden und suchen anhand von Aufgaben, die ich erledige. Gar nicht so einfach, aber ich würde sagen, wir gehen mal rein und machen es. Okay. Ja, Kalle und ich kennen die Map schon. Wir haben schon mal zu zweit gegeneinander gespielt und wissen so ein bisschen, wo ein paar Sachen sind. Deshalb, okay. It's not easy now. Und die Map ist, glaube ich, jetzt ein bisschen so mit am kleinsten. Aber es kann auch Bullshit sein. Genau, und ich habe hier die Möglichkeit, einmal entweder zu rennen oder mein Aussehen zu ändern. Und das ist in der Mitte, ist quasi mich zu teleportieren. Und dann würde ich mich mal hierfür entscheiden und würde sagen, let's go. Ihr seht einmal... Hast du gesehen, wie sie hier verwandeln genommen hat? Alter, ist typisch. Oh, da hat sie sich teleportiert. Oh, war ein Witz. Ihr seht hier einmal, die Aufgaben weiß sind Aufgaben dafür, dass mein Bekanntheitsgrad runtergeht. Denn umso höher der ist, umso mehr Informationen bekommen die beiden von mir. Und die gelben sind die, die ich machen muss. So, let's go. Konzentration. Ich weiß, wer sie ist. Fertig. Heftig, deftig. Gnu, was machst du jetzt hier? Ich bin gerade beim Supply und Cloud Groceries. Groceries. Ja. Oder sie klaut Medizin. Oder sie medizint. Mhm. Klaut. Medizint! Also tatsächlich so, also dadurch, dass ich die Map schon mal gespielt habe, habe ich so das Gefühl, ich weiß zumindest so ein bisschen, wo was ist. Ja, so ein bisschen Penicillin ist schon nice. Penicillin? Mhm. Na gut. Das ist wirklich eine Medizin. Hä? Oh! Hier ist das. Hä? Ich war direkt hinter euch, Mann! Ach, du bist der scheiß Sombrero-Typ! Och, Mann, als ob! Ich habe die ganze Zeit so eine Frau beobachtet und die war genau dort vor ein paar Sekunden. Ey, no vor allem einer von euch hat direkt am Anfang sofort auf mich gezielt. Wer war das? Ich glaube, du sterbst. Ja, und ich dachte mir, wenn du jetzt schießt, es war nach einer Sekunde schon, du bist. Und ich so, fuck. Ich fass es nicht. Das war so knapp. Weil nochmal, ich hab die ganze Zeit so eine Tante. Ich hab die ganze Zeit so eine Tante beobachtet. Ich komme kurz ins andere Team. Oh, wo seid ihr hin? Ihr müsst immer direkt wiederholen drücken, sonst müssen wir nochmal einen Code eingeben. Ja. Das ist nicht schlimm. Ja. Nochmal eine Gruppe öffnen hier. Ja, auf jeden Fall war ich das. Und ich dachte so, oh no. Okay, ich mach nochmal auf. Wir machen das jetzt nochmal. Hier ist der Code. Warte, ich lese ihn euch vor. Ne? So. 1-0-9-1-1-8. Ja. So. Beitreten. Ich bin nochmal oben. SGH-Kan minus Henno. Das ist so geil, das müssen wir eigentlich jetzt immer einbauen. Bitte behaltet es. Minus Henno. Ich bin immer wieder dabei. Die Betonung ist so ein Punch. Minus Henno. Das kriegst du gar nicht mehr hin. Nee. Sowas kriegt man nur einmal hin. I'm not a girl. I'm not afraid, I'm not afraid. Entschuldigung. Not yet a woman. Hier liegt so eine völlig weggeschmolzene Kinderschokolade auf meinem Tisch. Kinderschokolade. Bis das Weiße kommt. Kinderschigilade. Schigilade, oh süß. Voll die gute Idee, ey. Kinderschigilade. Ja, richtig schön Schigis zu Hackfleisch verarbeiten. Gleich mal Branding. Den Kindern geben. Was? Das muss ich gleich mal für mich schützen lassen. Ja, schütz dich.
Schützt ihr euch auch alle, ihr kleinen Stinkerchen? Ja, ja, ja. Maschallah auf euer Augi. Maschallah, wallah, Ehre in den Arsch. Auf euer kleines Augi. Aha, aha. Ja, das kann ich auch nicht. Tanzverbot hier heute. Ja, das kann ich auch nicht. Kannst du tanzen? Bin ich die Talentierteste? Ich habe zwar jetzt 11 Jahre Bauchtanzen gemacht, das kann ich gut, aber es hat schon lange gebraucht, bis es gut aussah. Aber das kennte ich zum Beispiel nicht. Also, das ist schon geil. Ja, ich glaube, ich weiß ja, in was ich talentiert bin, was nicht. Deswegen, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das weiß. Und ich kann nicht singen. Not yet a woman. I'm not afraid. Mit dem Häftling gesprochen. Everybody. Everybody. Ich kack mich ein. Da mache ich gerne mit. Boah, apropos kacken, darf ich euch eine Story erzählen? Ja, gerne. Kack rein. Also jeder Mensch von uns, und wenn ich dieses Erlebnis noch nicht hatte, dann hoffe ich, dass ihr es nie haben werdet, kennt den Moment, wenn man ein paar Tage lang nicht auf dem Klo war und dann irgendwann merkt, oh, ich muss noch mal gehen. Und dann merkst du, du musst noch mal gehen und du merkst, es kommt aber nicht raus. Und dass es unfassbare Schmerzen sind, weil sich schon so viel angestaut hat und du sitzt auf dem Klo und hast das Gefühl, dir reißt unten alles auf und dir ist ganz schwindelig und du hast Schweißausbrüche. Ja. Kennt ihr das? Das Ding ist, ich riech's auch hinter dir, muss ich sagen. Also, ich find's eine krasse Story, aber ich hatte noch nie Verstopfung. Nein? Nee. Aber immerhin kannst du jetzt tanzen, Gnu. Aber Nein. Ich kann dir Activia empfehlen. Glaubst du, das hilft? Ja, das. Aber das Problem ist, wenn man dann, also ich hatte ja, es war so, ich habe halt länger nicht. Und die Verstopfung an sich ist ja dann nicht das Problem, sondern was dann rauskommt und wie das dann sich verkeilt hat, das war ja das Schlimme. Verkeilt. Ja, du willst halt es ein bisschen verflüssigen, deswegen musst du halt dann irgendwie einen Joghurt fressen. Ich glaube, das war hart wie Stein und Granit, da hätte man nichts mehr verflüssigen können. Gut. Alter, das war echt schrecklich. Dude. Also. Du musst darauf achten, was du so frisst den ganzen Tag. Also, das war heftig. Not yet a woman! Oh. No woman, no cry! No woman, no cry! Nein, das heißt no poopy, no cry. Oh, what? Ich hätte davon eigentlich ein YouTube-Video machen sollen. Ring. Wie weit dehnt sich mein Arschloch bei so viel Ich finde es einfach wieder sehr geil, was hier so besprochen wird. Ey, geiles Western-Video bisher. Ja. Nein, aber schreibt ernsthaft für jung und alt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal richtig heftige Steine geschissen habt. Nein, die Leute können ja Tipps reinschreiben für... Hat sich eure Scheiße auch schon mal verkeilt? Hey, ich wette mit dir, dass mindestens 50% der Leute, die hier zuschauen, kennen das. Deswegen schreibt gerne Tipps und Tricks in die Kommentare, wie man dieses Problem löst. Ich glaube, die Leute sind wirklich dankbar dafür. Ich gehe einmal am Tag scheißen, mindestens. Wenn nicht sogar zweimal. Aber manchmal vergisst man das einfach. Nein. Doch. Ich hatte noch nie. Du vergisst doch nicht zu scheißen. Doch. Also, wie kann man denn das... Du musst ja auch alles, drückt dir auch wie Sau. Ja, manchmal alles. Aber nicht. Ne. Manchmal kommt gar nichts. Ich glaube, du willst gerade einfach nur ablenken mit deiner beschissenen Story, damit du hier for free durchkommst. Und das will ich nicht. Ich wollte einfach mich nur euch öffnen in einer ganz neuen Dimension. Du hast den Arsch offen. Ja, du hast dich, wirklich, du hast den Arsch offen. Also, nein, wirklich. Also, wenn es jetzt ernsthaft jemand gibt, der weiß, wie man das quasi preventet, dann schreibt das gerne in die Kommentare, weil es war nicht lustig. Ja. Hast du einen roten Anzug an? Nein. Bist du sicher? Ja. Bist du das hier? Nö. Nee, ne? Schön die Kartoffeln in den Sack packen und jetzt abhauen. Ja. Stell dir, wir müssen langsam jemanden abknallen. Ja, das Ding ist, ich gehe jetzt mit Gnu mit. Soll ich dir noch eine Story erzählen? Ja, hau einfach raus, gerne. Das war's eigentlich. Also verkeilte Scheiße war jetzt das Erste, was ihr macht. Vor allem zwei Riesenbollen. Und ich wollte die eigentlich anschauen, aber dann waren die schon weg verschwunden, weil die so schwer waren, dass sie direkt durchgeflutscht sind. Echt? Also durchgeflutscht? Ich musste nicht mal spülen. Eine Dimension ein, wo ich mir denke... Ich habe sogar die Spülung gespart, das war schon krass. Ja. Jetzt läuft die Zeit davon. Sitz mal live. Nicht mehr. Sie waren gerade in der Kirche, ne? Mhm. That's my life. Ja, ich glaube, jeder kennt das Gefühl. Also, absolut. Dass ihr beide das nicht hattet, ist halt wieder was, so was typisch. Was schüttest du da rein?
Ich schütte gerade ein bisschen Wodka. Ja? Ja. Darf ich mal jetzt draus trinken? Oder? Wenn du willst. Kannst du dich auch so cool drehen wie ich? Nö, aber ich kann das. Ich hab die Kalle! Komm her! Nein! Komm her! Ich will auch schießen! Komm her, Kalle! Komm her! Komm her! Komm mal her! So, hey, komm her. Nee, Gnu, komm mal her jetzt hier. Komm mal her. Wir hängen dich jetzt auf. Komm mit. Nein. Hier, die im die Pocahontas. Hier, geh mal hier jetzt links rauf. Wir hängen dich da jetzt mit ran. Erschießen ist oldschool. Geht das? Nee. Ach, Mann. Gnu, mach was Witziges jetzt. Was? Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja, oh, Mann! Wir sind Freunde. Noch eine Runde. Okay. Wiederholen schnell! Nein, jetzt ernsthaft, ihr habt es noch nie erlebt, dass ihr Verstopfung hattet. Ich will das auch nicht! Also ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben dreimal nicht. Also drei Tage am Stück nicht gekackt. Das ist ja fast unmöglich. Ja. Wer soll jetzt Bandit sein? Soll ich Bandit sein? Ja. Okay. Aber echt nicht? Ich glaube nicht, dass ich so, wüsste. Dass ihr gemerkt habt, oh, jetzt kommt gerade nichts, ist schwierig. Also spätestens nach dem Morgenkaffee ist halt so. Ja. Oder sprechen wir mal so davon, dass der Pup so groß ist, dass ihr denkt, es geht nicht? Ja. Manchmal ist der Pup so groß, dass ich denke, oh, weil jetzt muss ich aufpassen, dass nicht noch mehr mit rauskommt. Ja, genau. Also, dass so wehtut, dass man denkt, so um Gottes Willen. Nee, wehtut. Nee, bevor es irgendwie wehtut, wenn ich furzen muss, dann furze ich einfach. Ja, vielleicht halten wir Frauen einfach so auf die Fürze zurück. Das kann sein, ja. Oh, das war schon echt bittersweet, ey. Holy shit. Bittersweet ass. Also West Hunt aber generell gefällt dir, oder? Das ist schon ein Spiel, wo du sagst, Mensch, mau. Ja, ich finde es schon super. West Hunt und die verkeilte Kacke heißt es. Ja, das Video muss einfach heißen, diese Kacke ist verkeilt. Genau, die verkeilte oder, Kacke. Oh, wie The Witcher Blood and Wine. Das DLC, Leute. Da kriegt ihr dann so einen Charakter, der so voll braun ist, so überbraune Flecken hat. So, der Bandit hat eine Posttafel herumgefuchst. Du kleiner Fuchsi, wer bist du denn? Klingt nach mir. Was ist denn eine Posttafel? Ich glaube, diese Tafeln hier, die Wanted, wo Wanted dran steht. Ja, klingt so. Ja, das ist es. Ich weiß schon, was der kleine Sterzi so macht. Wenn er nicht auf dem Klo sitzt und weint, weil es nicht rauskommt. Stursi, bist du heute so ein bisschen mehr weiblich oder männlich? Es variiert. Oh? Oh? Was ist denn da heute im Brief? So, da steht, Klein Sterzig hat eine Pause gemacht. Ah. Also Klein Sterzig saß irgendwo und hat versucht zu pressen. Das macht man hier drin. Echt? Ja. Aha. Also hier in dem Laden. Aha, hat er also pausiert, der kleine Stinker. Es scheint, als würde er diese Map kennen. Ja, das ist schlecht für dich. Nee. My life be like, ooh. Die Leute singen bis heute noch Oh Gnubi, du. Oh. Ach, Kali, der Kleine will sie nicht zeigen. Naja. Komm, Sterzi, mach mal ein bisschen was. Sei mal ein bisschen mutig jetzt. Ich mach doch die ganze Zeit was hier. Nein, aber du machst dir die Hauptaufgaben. Ja, dann, also ich. Du kack doch mal. Jetzt geht's wieder. Meine Haufen sind doppelt so groß wie deine. Meinst du? Ja. Unterschätzt es nicht. Okay. Bild oder ist nicht passiert? So, Munition. Wo kann man Munition stehlen, Kalle? Oh, weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Ach, Kali. Es gibt einen Ammunition Store. Ja, das ist hier der hier. Dann ist es doch gar nicht so nah. Hat er wieder irgendwas gemacht? Ach Mann. Die Zeit läuft ihm davon. Nee. Ist doch nicht mehr. Ah, Schieten Didi, ey. Wo ist denn der? Schieten Didi. Oh, warte, ich mach das gleich mal. Hier war irgendwas.
Hier war was. So, Bandit hat um den Tod seines Partners getrauert. Wo ist nochmal hinten ist doch... Ah, hier. Hier, hier, hier. Okay, du hast also getrauert. Immer. Undertaker. Undertaker. Aber das war auch schon eine ganze Weile her. Das heißt, der lümmelt vielleicht da hinten rum, der kleine Lümmel. Ich lümmel! Der kleine Lümmel. Ich bin ein Lümmel. Der kleine Lümmel lümmelt da hinten rum. Magst du vielleicht anschließend auch ein bisschen beten gehen? Auf gar keinen Fall. Nein? Nee. Läufst du halt oberkörperfrei rum? Immer. Ach komm, Stersi, jetzt gibt's noch mal ein paar Hinweise. Ach, wisst ihr was? Vielleicht mache ich das ja sogar. Okay. Ich habe vorhin auch nicht mein Banditenlevel runtergeschraubt. Möchte ich hier nochmal anmerken. Der Bandit hat sich die Haare schneiden lassen. Das ist frech. Wo ist der Barbershop? Da hinten. Bist du drin? Nee, aber ich war da in der Nähe. Ja, jetzt. Ich bin ehrlich, nur ich habe keine Ahnung. Ach komm, Kali. Jetzt ist oh, Kali, du. Ich weiß gern wie du. Oh, Sterzi, du kriegst eine Kugel ab. Sterzi, wie hoch ist dein Bekanntheitsgrad? Ich hab noch den ersten. Warum? So weiße Sachen. Hey, nicht, du sollst uns Hinweise geben. Ja, okay, dann mache ich jetzt mit Hinweisen. Die Zeit läuft davon. Wo ist jetzt die 1? Aber wohin läuft sie? Von dir davon. Das war tiefgründig. Wett. Hier hinten hat er irgendwas gemacht. Warte. Da. Der Bandit hat mit einem Mädchen geflirtet. Okay. Ja, das macht man hier drin. Das macht man hier draußen auch. Echt? Hast du Hörner auf? Hörner? Nein! Oh no! Eieieiei. Ich hatte so einen kleinen. Einfacher. Ich hatte einen Triggerfinger, ich musste einfach drücken. Ach komm, Stösi. Okay, Stösi hat wieder was gemacht. Oh, zwei sogar. Aber ist er wirklich immer in dem Bereich? Jetzt bin ich Bekanntheitsgrad 3. 2, warte. Okay. Okay. Nicht beendete Aufgabe, die Medizin stehen, aber die und was auf jeden Fall hinten. War aber schon eine Weile her. Oh, Gnubi, du. Oh, meinst du? Na, ich bin mir nicht sicher. Oh, schwierig. Bin mir nicht sicher. Wir kennen auch seine Quest nicht. Was macht er da hin? Er ist dachte mir auch gerade. Beobachtet auch. Was steht da rum? Ich wäre so gern wie du. Oh, oh. Eine Bombe platziert. Wo macht man das? Also es war auf jeden Fall nicht der hinten. Chibi du. Gnu. Oh, der Bandit war im Bahnhof. Okay, jetzt müssen wir es eingrenzen. Also wieder ich dachte gerade, was das... Da liegt eine Leiche auf dem Boden. Also ich sag's nur. Pass auf, der Bandit hat nur noch 2 Missionen übrig. Okay. So, was? Ja, das war der da hinten hat Wasser vergiftet. Der hinten, der Leute. Ja. Oh, nein! Aber das war doch der Sterzi! Nein, ich bin links neben euch auf der Terrasse! Oh Mann! Oh Mann! Okay, dann Leute, lasst einen Daumen nach oben da, mit einem Abo würde ich mich auch freuen. Checkt auf jeden Fall beide unten in der Beschreibung ab. Lasst dort auch ein Abo und einen Daumen nach oben da und Liebe. Und wir sehen uns.